Hi. Na? Lange nicht gesehen. Oder vielleicht auch doch. Nur nicht hier. Das heißt, sagen wir mal, willkommen zurück hier auf dem Kanal. Ich habe gehört, es war hier ein paar Tage, Wochen oder eben auch Monate etwas ruhiger. GPL Season 9 ist ein paar Tage her. Nochmal für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Mo. AKA Black Link, man kennt es. Und es geht hier wieder los mit Content-ähnlichen Inhalten. Oder so. Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, nach der letzten GPL-Season bin ich ein bisschen in eine Videopause gegangen. Und die hat sich bis jetzt gehalten, quasi. Ich hatte nach der GPL-Season hat meine Masterarbeit begonnen. Die hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Dementsprechend kam YouTube, nennen wir es mal kürzer oder halt auch einfach gar nicht. Und jetzt soll es wieder weitergehen. Die, die es nicht mitbekommen haben, trotz allem, ne, ich war aktiv auf Twitch. Da gibt es bei mir eigentlich Variety-Stuff, ne, von Pokémon über Zelda zu Dark Souls, Elden Ring, Mario Kart, manchmal Mario Party, Codenames manchmal auch, ne, alles Mögliche oder irgendwelche komischen Sachen, die ihr wollt, dass ich spiele, die ich dann spiele und dann mag oder nicht mag oder wo ich dran verzweifle. Es gibt eine sehr facettenreiche Optionen an Reaktionen, die ich darauf bringen kann. Heißt, wenn ihr auf sowas mal Bock habt, dann schaut da gerne rein. Link zu Twitch ist in der Videobeschreibung. Mal ein bisschen Self-Shoutout muss auch sein. Dachte ich mir gerade dementsprechend. Hi. Schaut da gerne mal rüber. Und herzlich willkommen im Chat. Immer nice. Jetzt sitze ich hier von der Cam. Ist ein bisschen ungewohnt. Denn es geht mit YouTube weiter, wie ich bereits gesagt habe. Und ihr wisst, dass also das Konzept. Konzept, ja, wenn man das Konzept nennen kann. Dieses Kanals ist es eigentlich, kein Konzept zu haben, abgesehen davon, also. Ne, insgesamt, ich besitze kein Kanalkonzept, aber nennen wir es mal so. Auf Twitch kommt der ganze Variety-Stuff. Und hier gibt es Pokémon. So ist es halt. Und diesem Motto bleiben wir treu. Es gibt wieder mehr Pokémon. Denn ich wurde von Vince gefragt, ob ich denn an seiner Serverliga der IPL Season 3 teilnehmen möchte. Und ich habe gesagt, ja. Dementsprechend bin ich jetzt hier und dachte mir ein kurzes Video, auch mal kurz mit Cam, damit man mich auch mal wieder gesehen hat. Hallo, ich bin der Mo. Ne? Schön. Und da habe ich gesagt, da nehme ich doch mal teil und kann jetzt ein Video machen. Wir sind dabei. Das Ganze ist eine Gen 9 Meta, ne? Gen 9 Meta Liga. So. Anführungsvideo würde ich euch gerne verlinken. Gibt es aus Grund von Zeitgründen keins, weil es ein bisschen chaotisch mit Management und dem Home-Update und allem drum und dran. Nicht wundern. Ich wollte euch nur mal sagen, ich bin dabei. Das ist Punkt 1 des Videos. Wir sind dabei in der zweiten Liga. Oh, das ist schön, dass das hochgezählt wird. Der zweiten Liga der IPL mit dem Team Majora's Mask Regen. Denn ich muss wie immer, also abgesehen davon, dass Vince mich vielleicht auch ein bisschen gesagt hat, du nimmst jetzt dieses Logo. Und ich auch gesagt habe, ich will dieses Logo nehmen. Ne? Und ich denke, so ein bisschen den Majora's Mask Fanboy, den kann man auch mal auf YouTube raushängen lassen. Man kennt es. Ja. Also ich bin mit dem auf jeden Fall dabei. Ich bin am Start, Liga 2, as usual. Wie Leute wissen, die auf Twitch mit dabei waren bisher, bin der größte Gen 9 Gott unter der Sonne. Wenn es darum geht, absolut keine Ahnung vom Gen 9 Meta zu haben. So ungefähr. Ich denke, das ist ziemlich akkurat. Das bedeutet, es kann nur funny werden, weil ich lerne quasi Gen 9 in dieser Liga. Schön. Also guter Content hoffentlich. Oder zumindest loster Content, aber das ist auch mein Markenzeichen. Ha! Genau. Ich bin dabei. Ich habe einen Kader gedraftet. Da hat mir der gute Leon, aka Rotom-Liker, und Vince selber auch ein bisschen geholfen mit der Beratung und so. War sehr hilfreich. Teilweise hat mir der Stream auch geholfen mit der Beratung und so. Also wir haben teilweise on-stream geslowdraftet. Und ja, deswegen da danke schon mal an alle, die mitgeholfen haben. Das sind der zweite und eigentlich dritte Sinn des Videos. Also erster Sinn war, euch zu informieren, ich bin dabei. Zweitens zu informieren, gibt eine Draft-Liga, ne? Ganz nebenbei Gen 9 Meta, Singles Meta. Ich verlinke euch mal das Regelwerk, ne? Regelwerk, Tierlist und sowas ist in der Beschreibung. Könnt ihr mal reinschauen, könnt ihr mir anschauen. Dann wisst ihr mehr, als ich euch jetzt sagen kann, gerade in der kurzen Zeitraum. Und der dritte Sinn des Videos ist, euch mal den Kader vorzustellen, den wir gedraftet haben, weil das ist ja eigentlich der interessante Part, damit ihr mal wisst, was los ist. Generell kann ich sagen, ich plane wieder einmal Teambuilding-Videos und Spieltag-Videos. Ich finde es immer sehr hilfreich, Teambuilding-Videos zu haben, aber es gibt eine Ausnahme. Das Ganze war jetzt ein bisschen kurzfristig. Ich war jetzt die letzten 1,5 Wochen im Urlaub. Ich habe direkt vor diesem Urlaub den ersten Spieltag ausgetragen. Also der ist schon ausgetragen worden, der steht schon, der muss nur noch geschnitten und hochgeladen werden. Zu diesem Zeitpunkt.
Der Draft war 2 Tage vorher fertig. Oder 3 Tage. Also ich hatte dazwischen mit Urlaubsvorbereitung und allem nicht wirklich Zeit, noch ein Teambuilding aufzunehmen. Bedeutet, für Spieltag 1 gibt es kein Teambuilding. Stattdessen gibt es dieses Video. Hi. Na, schön, ne? Simpler Grund, ich habe den Kampf auch schon ausgetragen. Ich nehme ungern Teambuilding-Videos auf, nachdem ich den Kampf ausgetragen habe, weil ich immer das Gefühl habe, man trägt so ein bisschen das Wissen aus dem Kampf mit rein, auch wenn man es nicht möchte. Und deswegen lasse ich das meistens dann auch einfach. Heißt, kein Teambuilding-Video für diese Woche, dafür gibt es das Video jetzt. Morgen im Kampf, den ihr sehen werdet, ich werde euch einfach wie immer auch das Team in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr es einfach nachschauen, wenn ihr was wissen wollt, was ich da dabei habe oder dabei gehabt habe. Ne? Das ist ja schon ein bisschen her. Und so viel schon mal da zu dem Thema. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt des Videos hier. Der Kader. Der Kader mit Majora's Mask Regen. Und dafür will ich euch gar nicht länger mit meiner Visage behelligen. Wir wechseln einmal rüber in einer Screen, in die Kaderübersicht und dann erzähle ich euch mal 1, 2, 3, vielleicht auch eher 10 Worte darüber, warum ich welches Pokémon gedraftet habe. Bis gleich. Oder 10 Wechsel. Tu was! Geil. So, und damit starten wir auch direkt in diese bisher leere Kaderübersicht. Und ihr kennt das Prinzip meiner Kadervorstellungen. Ich möchte euch Step-by-Step zeigen, was ich gedraftet habe während des Draftes selbst. Dazu muss man bedenken, dass dieser Draft über 2 Wochen her ist für mich. Heißt, ich habe nicht mehr alles genau im Kopf. Ich hoffe, dass ich die Reihenfolge nicht verhauen habe. Ich habe es wirklich versucht, aktiv zu reproduzieren. Es kann sein, dass mir ein paar Gedankengänge fehlen. Ich versuche es für euch halt sinnig irgendwie wiederzugeben. Aber alles improvisiert und ohne Skript oder so. Ne, ihr kennt das, organisiertes Chaos ist Motto dieses Kanals. Mehr oder weniger. Oder einfach nur Chaos. Auch gut. Bedeutet, wir gehen jetzt Step by Step durch. Aber ganz wichtig ist noch eine Sache für euch zu wissen. Wir haben quasi einen Test-Draft gemacht, wenn man so möchte. Also, wir haben einen Draft gemacht und dann kam das Home-Update und dann haben wir redraftet. Ne? Das ist eine Insider-Knowledge, die ich jetzt droppe, weil das für meinen Gedankengang halt auch wichtig war und das, was für Erfahrungen ich aus dem ersten Draft gezogen habe. Nämlich sowas wie Hazard Removal, nicht viel da. Das ist so Realisierung 1. Realisierung 2, sowas wie Aromakur ist ganz raus, Vitagok ist nur auf einem Pokémon mehr oder weniger. Sowas sind Dinge, die Erkenntnisse, die ich getätigt gewonnen habe währenddessen. Speed-Geschichten waren teilweise auch nicht so einfach, Feen waren nicht so einfach. Ich habe einiges im ersten Draft gelernt, was ich im zweiten angewendet habe im Prinzip. Und deswegen wollte ich euch das jetzt vorher sagen, damit ihr wisst, dass ich auf solche Sachen eben mehr geachtet habe. Es hat mich beeinflusst und das wollte ich dann dementsprechend ganz am Anfang einmal loswerden. Und ich denke, bevor wir jetzt lange weiter rumquatschen, gehen wir einfach mal kurz rein in die Übersicht und das, was ich gedraftet habe. Ich hatte eine etwas unschöne Startposition mit dem 6. in der ersten Runde. Heißt, so einen richtigen Draftplan erstellen konnte ich mir da auch nicht wirklich. Heißt, ich habe so ein bisschen nach Lust und Laune den First Pick gemacht. Es gab einen Mon, was ich auf jeden Fall haben wollte. Im A-Tier in dem Fall, was ich im ersten Draft schon gepickt hatte und was ich gerne wieder hätte, aber das war ein Pokémon, wo ich mir dachte, okay, das ist A, nicht mega essentiell wichtig für das Team, es ist nur so ein Like to have, also really want to have, sagen wir es mal so, und unwahrscheinlich, dass es Runde 1 weggeht, wenn ich 6. dran bin und dann wieder logischerweise entsprechend 3. in der nächsten Runde, deswegen habe ich das so ein bisschen offen gelassen, hab mir erstmal was geholt, dachte mir, okay, wir wollen einen guten S-Tier-Pick haben für den Start. Irgendwas, was so ein bisschen zwiebeln kann, was ganz interessant aussieht, was ich bisher vielleicht noch nicht gespielt habe und was noch nicht weg ist zu dem Zeitpunkt. Ne? Sowas wie Riesenzahn kannst du knicken, sowas wie Katapulta kannst du eigentlich auch knicken. Aber auf die beiden hatte ich sowieso nicht so innerlich Lust, sondern ich habe so durchgeschaut und das waren so ein paar Optionen da und dann habe ich gesehen, jo, ah ja, mit dem Home-Update kamen ja ein paar alte Legendaries hier mit rein. Und eines davon ist im S-Tier. Das ist immer ein sehr nice Pokémon, ist gerade an der physischen Seite, auch mal auch schön böllern kann. Hat ein sehr geiles Dual-Typing, wo man einfach nicht gut was reinschicken kann, nämlich Kampf und Flug. Und dachte mir dann, okay, ich habe Bock auf Galarzapdos, wir gehen mit Galarzapdos im S-Tier. Das heißt, das erste Pokémon, was wir uns eingepackt haben, ist Galarzapdos mit 100 Speedbase. Mit Momentum, was jetzt generiert wird, wir haben einen guten Fighting- und Flying-Type, damit eine Ground-Immunity. Logischerweise. Und allgemein schon mal einen ganz, ganz schönen Anfang. Ich denke, ein Pokémon, dass man sehr schön rumdraften kann, weil es einfach eine Momentum generieren kann, draufhauen kann und nicht wirklich die Option gibt, da was sicher reinzuwechseln. Also eine Fighting und Flying Kombination, Breath Bird Close Combat Kombination ist halt immer ultra strong. Und
Da hatte ich Bock drauf, deswegen holen wir uns den kleinen. Was ist er eigentlich? Ist das ein Strauß? Soll das, was soll das? Das ist ein Roadrunner. Es ist der Roadrunner quasi. Wir holen uns den Roadrunner ins Team und machen weiter mit dem Art hier direkt. Nämlich mit dem Pokémon, das ich dringend haben wollte. Was ich im ersten Draft gedraftet hatte. Was wahrscheinlich eines meiner Lieblings-Pokémon ist aus der. Ist es noch aus der 8. Generation theoretisch, aber was jetzt quasi das erste Mal richtig spielbar ist. Ein sehr uniques Typing auch hat, muss man dazu sagen. Mit ganzen drei Immunitäten habe ich mir nämlich gedacht, ich hole mir wieder Hisui Zoroark ins Team. Gib mir auf die 100 Speed von Zapdos nochmal 110 Speed obendrauf. Das heißt, wir haben nach oben hin schon mal ein bisschen Geschwindigkeit parat. Ich finde persönlich, Zapdos und Hisui Zoroark ergänzen sich Typing-wise offensiv sehr gut. Also wir haben natürlich Geist und Normal. In der speziellen Offensive auf Zoroark und Kampf und Flug auf Zapdos, was schon mal vier sehr, sehr starke offensive Typen sind. Und beide mit jeweils 125 in ihrem besseren Angriffsstat können durchaus auch mal breaken oder böllern, wenn man sie so spielt. Natürlich auch sehr, sehr nice. Und ich finde natürlich die Option, abgesehen von den vier Immunitäten von Zoroark, zu haben, dass man sagt, ja, man hat jetzt noch Trugbild, um ein bisschen diese Confusion mit reinzubringen. Finde ich eine sehr nette Option, abgesehen davon, dass ich das Design von Hisui Zoroark einfach mega geil finde. Und es einfach meine liebste Hisui, mit Abstand meine liebste Hisui-Form ist. Einfach ein mega nice Design und ich bin froh, dass ich den Jungen wieder in meinem Kader habe. Und an dem Punkt gehen wir auch direkt weiter, denn wir sind zwar schnell, aber wir wollen noch schneller sein. Das war das Motto. Und wir wollen Hazard Removal. Das ist ganz wichtig. Ich habe ja gesagt, zwei Sachen, die ich gelernt habe aus dem ersten Draft. Hazard Removal ist gar nicht mehr so viel im Spiel, wie man gerne hätte. Weil gefühlt alles Defog verloren hat. Ich werde jetzt keine Aufbröselung des Gen 9-Meters machen. Ich habe das selber quasi erst gelernt, was alles weggefallen ist, was sich alles verändert hat. Und wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, gibt es sicherlich bessere Videos als das hier. Jedenfalls war es sehr viel weniger Defog und die Speed-Optionen waren jetzt auch nicht die geilsten. Und ich dachte mir, okay, wir gehen direkt mit einem Pokémon, was ich auch schon im ersten Draft im Auge hatte, was mir leider gesniped wurde. Nämlich einem Pokémon, das Speed und Hazard Removal bringt. Ich war ja beim Thema schon. Da gab es tatsächlich im B-Tier ein paar Optionen, die ich interessant fand. Aber eins, was am schnellsten wegging im letzten Mal, war das, was ich jetzt gepickt habe. Nämlich Uhafnir, also unseren kleinen alten Bekannten aus GPL Season 8 oder 9? Ne, 7 oder 8. Glaube ich, hatten wir es einmal im Kader. Der Drache mit seinen guten Geschwindigkeitswerten, mit einem schönen Attack-Move-Pool, gibt mir einen zweiten Flying-Type, das heißt nochmal eine Ground-Immunity, was ziemlich nice ist. Wir haben einen Dragon-Type mit dabei direkt und haben halt die Möglichkeit, Defog zu drücken. Tatsächlich gerade mit Boots auch ein sehr, sehr nicer Defogger. Gerade ein schneller Defog, den man auch gut drücken kann. Sieht man natürlich in diesem Team dann auch immer ganz gerne. Und eben erneut ein drittes Mal Momentum. Deutet bisher, sind wir speedy und momentumhaft unterwegs, aber noch mit ein bisschen wenig Bulk. Und das war etwas, was ich zum Beispiel in Runde 3 ändern wollte. Thema war natürlich, ne, ein bisschen eine Defensive haben. Ich habe ja schon gesagt, es gibt Optionen, die der Defensive ein bisschen weggefallen sind. Recovery Moves haben weniger PP zum Beispiel, ne, das ist ja ein Thema. Das andere Thema ist sowas wie Aromakur und Vitalglocke fallen weg. Ist ein bisschen schade, das Pokémon, das ich jetzt draften wollte, wurde davon betroffen, aber wir hatten das Thema schon. Feen. Auch ganz schlimm, wenn man eine brauchbare Fee haben möchte, die nicht gerade im D-Tier unterwegs ist, dann muss man sich vielleicht ein bisschen ranhalten mit seinem Feen-Pick. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ein bisschen sehr gestruggelt. Eigentlich wollte ich was anderes zuerst draften. Beziehungsweise ich habe überlegt, was ich zuerst drafte. Ich hatte zwei Pokémon im Auge in der Situation. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Und zwar waren das, wenn ich mich gerade richtig entsinne, das Pokémon, was ich jetzt draften wollte und Lashoking. Lashoking wurde mir gesniped. Kann ich schon mal sagen, Lashoking war weg in der Situation. Und zu dem Zeitpunkt, stimmt, das war sogar schon hier, dass wir, Leon und ich saßen im Voice sogar. Und wir haben geschaut, ich habe ganz am Anfang hatte ich über das S-Tier geschaut. Ich will noch nicht sagen, was ich im Auge hatte, aber ich habe durch das S-Tier geschaut, ein Pokémon gesehen, wo ich dachte, da habe ich keinen Bock drauf. Und wir haben gemerkt, es gibt ein Pokémon, das in diesen Kader mehr und mehr gut reinpasst. Ich will jetzt noch nicht zu viel wegnehmen und haben dann so ein bisschen drum überlegt. Komm später zu diesem S-Tier-Pick, ob ich ihn mitgenommen habe, ob ich was anderes genommen habe. Aber der Gedankengang war auf jeden Fall da, da was Bestimmtes zu nehmen. Jedenfalls habe ich mich dann, ich überlege gerade, wie ich es dramaturgisch am besten aufbaue, ob ich jetzt sage, was ich machen wollte oder ob ich es nicht sage und euch dann am Ende quasi das offen lasse.
Eigentlich will ich euch einen Einblick geben, was ich was mein Gedankengang war. Also ist eigentlich viel schlauer zu sagen, was ich gedacht hatte. Gut, ich sag's euch einfach. Ich sag euch einfach, was der Gedankengang war. Es war legitim, ich habe über das SD geschaut und habe Heatran gesehen und dachte mir, boah, nee, kein Bock. Also ganz am Anfang. Erste Runde. Kein Bock auf Heatran. Eigentlich. Ne? Haben wir schon mal gespielt. Achte Season GPL. Ist ein cooles Mon. Aber. Und dann habe ich aber so gesehen, okay, Zapdos und Neuwirn, zwei Ground Immunities. Wir haben eine Fighting Immunity mit Zoroark. Jetzt bräuchte ich halt noch eine Eisresistenz, wäre ganz cool. Ne? Und so das Zweite, was ich noch wollte, eine Feenresistenz wollte ich haben. Und dann habe ich halt Heatran gesehen, Heatran passt viel zu gut in diesen Kader rein. Und habe etwas geweint, weil ich ihn eigentlich nicht haben möchte. Während das Leon sehr lustig fand, dass ich geweint habe darüber, dass ich ihn nicht haben möchte, der so gut reinpasst. Jedenfalls habe ich ihn mal ins Auge gefasst und gesagt, okay, maybe later. Viele haben ja erst hier schon voll gemacht, oder voll leere gemacht. Da kann man immer noch schauen. Noch haben wir ja Optionen, noch ist nichts voll. Man will ja dann immer kein Tier füllen, weil man sich dann die Optionen offen hält. Hochdraften wäre natürlich auch immer eine Option. Aber du willst natürlich schon eigentlich dein Tier sinnvoll ausnutzen. Jedenfalls war dann der Gedanke, okay, jetzt noch ein Chor drumherum, ne? Logischerweise. Lushooking hatte ich schon gesagt. Das zweite Pokémon, was ich haben wollte, war halt wie gesagt ein Fee, nämlich Florges. Ich dachte mir, Florges, Lushooking, Heatran, ändert. Mit dem, was wir bisher haben, wäre ein wilder Chor, weil Lushooking hat ja, anders als Lamus, an der Stelle noch Momentum mit dem, ich habe vergessen, wie der Move heißt. Das, was Schneesturm hervorruft. Ich habe vollkommen den Namen vergessen. Jedenfalls war Lushooking weg und dann habe ich sehr gebibbert, ob ich Florges noch bekomme, weil ich hätte gerne Florges gehabt. Ich mag Florges ja gerne, es war in Gen 8 nicht dabei und ich würde es gerne spielen und ich konnte es zum Glück bekommen. Das heißt, wir haben schon mal ein Pokémon, das uns mit Wish Support ein bisschen helfen kann, was eine unendlich gute spezielle Defensive mitbringt und wir haben eine sehr gute Fee. Klar, hat natürlich hier und da vielleicht Probleme mit bestimmten Typings, die zu treffen. Ich glaube, sowas gerade wie Feuer könnte schwierig werden oder Stahl. Wobei, ich glaube, Feuer geht sogar noch. Es hat, glaube ich, kalte Dusche bekommen oder so. Naja, jedenfalls war das dann an der Stelle. Muss ich kurz überlegen, ob ich so weitergemacht habe, wie ich weitergemacht habe. Jedenfalls hat es reingepasst und es war ein wichtiger Pick für mich. Und damit haben wir schon mal Fairy und Dragon. Und sollte der ganze Heatran-Plan aufgehen, haben wir auch noch automatisch einen Steel-Type und eine schöne Konstellation an dem Punkt. Und dann wurde es schwierig, weil dann wurde es so ein bisschen. Also jetzt nach Florges, ne? Florges war eingepackt und dann war die Frage, wie macht man an der Stelle weiter sinnvoll, ne? Es waren natürlich noch so ein paar Staples da. Ground-Type, ein Water-Type, sowas will man ja haben, vielleicht auch in einem brauchbaren Tier. Ein Dark-Type, logischerweise Grounded Poison. Wir haben letztes Season gesehen, was Giftspitzen anrichten können. So viele Dinge, die man gerne haben möchte und dann bin ich sehr lange im Hintergrund überlegen gewesen, was ich denn haben will und was wo passt. Und dann bin ich mal so ein paar Optionen durchgegangen und was es denn gibt. Und in allen Optionen war ein Mon relativ konsistent. Und das ironischerweise war dieses Pokémon noch nicht mal Teil dieser Typen, die ich gesucht habe irgendwie, sondern es hat so eine eigene Rolle erfüllt in dem Gesamtkontext. Und dementsprechend, da bin ich mir mit der Reihenfolge nicht sicher, ob das an der Stelle war oder später. Aber ich habe das so jetzt rausgelesen aus meinem Verlauf mit Leon, aus dem, was ich mich erinnere, dass wir das als nächstes gepickt haben, nämlich Sherox im A-Tier. Ist natürlich, ne, wir hatten Heatran im Auge. Aber selbst wenn ich Heatran drafte, teilen sich Sherox und Heatran keine Schwäche. Sherox hat nur die Feuerschwäche, Heatran würde mit dem Feuerfänger ja sogar die Feuerimmunität mitbringen nochmal. Wodurch sich das Ganze so ein bisschen ausgleicht. Wir haben noch eine schöne physische Defensive. Ich weiß, der hat seinen Roost verloren, das ist ein bisschen unangenehm, aber er hat weiterhin Defog, einer der wenigen Defogger, kann Momentum mitbringen und er kann halt böllern und das ist gut, weil wir brauchen noch neben Zapdos eine zweite physische Offensive. Die haben wir jetzt mit Sherox zum Start, vor allem mit einem Patronenhieb nochmal. Das ist der nice Pokémon, was ich auch noch nie gespielt habe in der Draft-Liga, was ich aber schon lange spielen wollte. Jetzt ist es da. Wir haben Sherox im A-Tier im Team und damit haben wir bisher ein sehr rotes Team, fällt mir gerade auf. Ach du Scheiße. Die Rottöne sind jedenfalls sehr da. Und dann ging es weiter. Ne? Ich habe jetzt die Version genommen, wo ich die meisten Optionen offen halte für mich. Und es ging weiter. Ich wollte schon die ganze Zeit schon Ground-Type oder einen Grass-Type haben. Also irgendwas nochmal für die Elektroimmunität und oder Resistenz. War wichtig, meiner Meinung nach. Und dann war ein Pokémon offen, was im ersten Draft auch recht zügig wegging. Und ich glaube, ich hätte damit so jemanden gesniped in der Runde, als ich das genommen hatte. Das hat eine sehr fragwürdige Fähigkeit, meiner Meinung nach, aber eine super gute Utility. Es hat, glaube ich, alle Hazards außer Klebenetz. Ich bin mir nicht sicher, ob es alle hat oder Tarnstände nicht. Aber ich glaube, es hat.
Nur Spikes. Hat jedenfalls eine, irgendeine Form von Hazards auf jeden Fall. Ich glaube, also Spikes ziemlich sicher, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob noch mehr als das ich da habe. Verwechsel ich gerade, glaube ich, irgendwas. Kann sein. Aber es hat noch Toxic, was natürlich auch nicht mehr so viele von uns haben. Es hat nochmal eine Hazard Removal. Das heißt, wir hatten dann sogar drei Hazard Removals. Und es hat die Elektro-Immunität, die ich haben wollte. Und zwar im C-Tier Tentera. Paldea-Pendant zu Tentoxa, wenn man so möchte. Und die Weiterentwicklung vom ungefähr lustigsten Pokémon dieser Welt. Tentagra ist einfach so ein feiner kleines Ding. Das erste Mal, dass ich einen Tagra in Gen 9 Overworld rumlaufen sehen. Ich war sehr belustigt und ich war sehr glücklich darüber. Muss ich einfach sagen. Und meine 100er Speedbest-Mon, klar, mit Zilienkraft ist ein bisschen weird, weil man eben Minus-Prio auf Status-Moves hat. Aber 100er Speedbase Rapid Spin zu haben, ist nochmal mega nice. Generell Bodenpflanze, abgesehen von der Eisschwäche natürlich, die wir jetzt sehr bracen hier mit Neuvern und Tentera, aber das ist nicht so mega schlimm. Da planen wir aktuell noch drum rum, ne? Weil mit dem Heatran weiter im Auge und so. Lässt sich schon umspielen. Gute Utility Moves. Hat nochmal Pilzspore auch, muss man auch bedenken. Auch nochmal ein sehr, sehr guter Move. Und war ein Pokémon, was ich da sehr interessant fand in der Konstellation. Und was in dem Fall mit in den Kader rein sollte. Und dann ging es weiter, damit Typen abzudecken. Und zwar war der nächste Punkt der Dark-Type. Da hatte ich nämlich lange überlegt, was ich machen möchte. Rabigator MB war auch eine lange Überlegung, Ground Dark-Type mit rein zu draften. Dann hätte ich aber was anderes im A-Tier draften müssen, weil da aktuell war jetzt der Plan so, jo, B-Tier wird der Water-Type. Da war noch Gastrodon, da war noch Morlord, da war noch Lamus, da waren ein paar Optionen da. Heißt, den konnte ich nach hinten schieben erstmal, weil, ne, gibt Optionen. Gibt definitiv genug Optionen, Bulky Water im B zu draften, gar kein Problem. Heißt aber, der Dark-Type musste irgendwo anders her. Im C-Tier hatte ich noch ein anderes Pokémon im Auge, muss ich sagen, weil uns fehlt ja noch ein Electric-Type. Und da war im C-Tier mehr Auswahl als im D-Tier, meiner Meinung nach. Da sind die ganzen, sind einige Rotom-Formen zum Beispiel gewesen. Da war Zapplerang, da war ein Raichu und Alola-Raichu waren im C-Tier, wenn ich mich gerade nicht täusche. Da war eine ganz gute Auswahl an Elektromonstern, deswegen wollte ich das offen lassen. Bedeutet, es sollte jetzt wahrscheinlich Heatran werden. Zu dem Zeitpunkt war auch wirklich, glaube ich, kein S mehr offen, außer unseres. Das heißt, das war quasi sicher. Und ich habe mich dann für das Z-Tier entschieden, für den Dark-Type. Und ein Pokémon, das zwar ein bisschen abgeschwächt wurde in Gen 9. Ich glaube, es hat wieder mal keinen Knock. Knock auf Dark-Types ist ganz nebenbei verschwunden. Aber trotzdem Pokémon, was mir nochmal Momentum bringen kann, was bulky ist. Und ich glaube, es hat immer noch Abgangstirade, nämlich Alolas Nobilikat. Ein Dark-Type, den ich so noch nicht gespielt habe, aber ein Low-Tier-Dark-Type, der immer ganz gut ist, der nochmal so ein bisschen die Speed-Gap zwischen Neuvin und Zoroark closed, die nicht wirklich existent ist, aber egal. Also die Speed-Gap zwischen den beiden ist more or less vernachlässigbar. Aber trotzdem nochmal da reingesetzt, passt ganz gut rein und damit haben wir nochmal einen schönen D-Tier-Pick. Ich hatte lange überlegt zwischen, was ich zuerst drafte, ob Snubilicat oder Slymog für den Grounded Poison-Type. Slymog wurde mir gesniped, dementsprechend war das keine Option mehr. Und ich musste weiter überlegen, was ich dann mache. Ich hatte im D-Tier auch noch zwei Optionen. Nämlich Schluckweg und Alola Slimer, wo ich lange drüber nachgedacht habe, als Grounded Poison Type. Ich wollte, wie gesagt, den Water Type im B haben. Und im C-Tier hatte ich auf eine Rotom-Form, nämlich Rotom Frost, geschielt. Da das den Eis und den Electro-Type noch abdeckt, die wir beide nicht haben. Bedeutet, da war so die Schiene, die ich fahren wollte, mittlerweile relativ safe. Hab mir dann als allererstes gedacht, okay, was verhalte ich jetzt für wichtiger in dem Kontext gerade? Sofort zu draften. Ich habe nicht gesehen, dass jemand sich für an der Stelle für Rotom Frost entscheiden würde. Hatten in die meisten Kader nicht mehr reingepasst. Rotom Frost ja eh immer ein bisschen fragwürdig, ne? Mit Blizzard und so. Also vielleicht jetzt nicht die beste Rotom-Form, aber trotzdem hat sie typing-technisch sehr gut reingepasst. Hab sie aber nach hinten geschoben, um erstmal ein anderes Pokémon zu draften, nämlich im B-Tier das Watermon Lamus. Wir wollten ursprünglich Lashoking haben. Lashoking ist natürlich objektiv besser durch den Move, den nur Lashoking hat und Galalashoking. Hat Lamus leider Gottes nicht, heißt das Low-Momentum fällt weg, aber immer noch Belebekraft, immer noch ein guter Bulky-Water-Type, immer noch gute Coverage. Wir haben noch kein Psychic-Type im Team, wir haben noch kein Water-Type im Team, passt dementsprechend sehr gut rein. Ist ein guter Pivot mit Belebekraft eben, um es mal irgendwo reinzuschicken oder sowas und mit Beulenhelm zu spielen oder Cobbleberry oder keine Ahnung was. Und dachte mir, der passt dann an der Stelle gut rein und wir brauchen nicht zwingend noch einen Ground-Type, wir haben ja schon Tentera. Heißt, Morlord und Gastrodon waren nicht ganz so wichtig wie ursprünglich überlegt und ich habe mich dann für Lamus entschieden, bevor ich mich dann in der Runde darauf, ich mache es kurz und schmerzlos,
für Rotom Frost entschieden habe. Wie ich bereits so angemerkt habe, wir hatten noch keinen Electro-Type, passt vom Speed her sehr gut rein. Wir haben da noch einen Ice-Type mit dabei, das heißt, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein vor dem Blizzard, der da kommen könnte. Und ich denke so overall, also wir haben theoretisch die Bolt-Beam-Kombination, Typing-wise eigentlich sehr gut, ne? Rein in der Offensive, im Step natürlich nur mit Blizzard, nicht mit Eisstrahl, was natürlich sehr nice wäre, aber macht man halt nichts. Hab den Kühlschrank vorher auch noch nicht gespielt. Ich glaube, damit habe ich jetzt alle Rotom-Formen mal gespielt. War das die letzte, die mir gefehlt hat? Ich hätte schon mal Rotom Wash, ich hätte schon mal Rotom Heat, ich hätte schon mal Rotom Mo. Objektiv beste Rotom-Form, by the way. Den Kühlschrank habe ich jetzt. Den Fan habe ich noch nicht gespielt. Rotom Fan fehlt mir noch. Der war ja auch im D-Tier unterwegs. Den wollte ich aber nicht unbedingt haben, weil wir schon zwei Flying-Types haben. Dementsprechend, der fehlt noch. Dann habe ich alle Rotom-Formen gespielt. Base Rotom habe ich auch schon gespielt. Gen 5 Meter damals. Wir erinnern uns. Genau. Und dann ging es in den letzten beiden Runden. Das war eigentlich relativ klar. Ich wollte nur noch einen Poison-Type haben. Es blieb eigentlich nur noch Schluckwech und Alola Slime war offen. Leon hat mir eher zu Schluckwech geraten, aufgrund von Coverage, aufgrund von der Option Black Sludge zu tragen. Und deswegen habe ich mich dann am Ende für Schluckwech entschieden. Pokémon, das ich auch noch nie gespielt habe. Man probiert ja auch mal was Neues aus. Und dann ganz am Ende, ganz naheliegend, wie ich es am Anfang gesagt hatte, Heatran in den Kader gepackt. Genau. Und das ist das Team. Wir haben jetzt im S-Tier ein S-Tier bestehend aus Galarzapdos und Heatran, ein A-Tier bestehend aus Hisui Zoroark und Sherox, ein B-Tier mit Uhafnir, Florges und Lamus. Im C-Tier sehen wir Tenterra und Rotom in der Kühlschrankform, in der Gefrierfachform. Rotom Frost, meine ich damit. Und im D-Tier sehen wir Alola Stabilikat und Schluckwech. Ich muss sagen, so alles in allem, klar, es hätte besser laufen können. Hätten wir Lush King bekommen im A-Tier und dann mit Florges in Kombination. Und dann hätte ich wahrscheinlich geguckt, ob wir dann im Lower-Tier nochmal irgendwie einen Slush Rush, Mon oder so Beatrix zum Beispiel reinbekommen, um das noch ein bisschen zu abusen, dass wir Schneesturm aufsetzen und sowas. Wäre vielleicht nochmal cooler gewesen, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin auch dadurch, dass wir vielen Picks gut durchgekommen sind, die Snipes eher meiner waren als Major. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Endergebnis. Ich denke, wir haben einen ganz coolen Chord zusammengebastelt. Sehr viele rot-lila Töne. Fällt mir wieder mal auf. Also wir haben, ich gehe mal vor, wir haben orange-rot, wir haben rot, wir haben rot, wir haben rot, wir haben rot-lila, wir haben rot, weil man Florges, ich werde Florges nicht mit rot spielen, ich werde Florges mit blau spielen, dementsprechend, ne? Aber hat trotzdem so lila Akzente, ne? Wir haben rosa, dann haben wir den Terra, dann haben wir ein lila-orangenes Rotom, wir haben ein so schwarz-lilerisches Nobilikat und lila Schluckwech. Also wir gehen so rot-lila ist unsere Main-Farbe. Ein bisschen orange und rosa reingeträufelt und dann halt noch Tenterra. Finde ich schön. Thema lila-rot passt ja auch sehr gut zu Majora's Mask. Also beschwere ich mich nicht. War keine Absicht, aber tun wir so, als wäre es Absicht gewesen. Das macht es irgendwie cooler. Genau. Und das ist das Team, mit dem wir antreten werden in der IPL Season 3. Genau. Und wann es losgeht? Hab ich schon gesagt, wann es losgeht? Ich glaube, nein. Es geht los morgen. Es geht sehr schnell los. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Vielleicht habe ich vorhin schon gesagt, wann es losgeht im ersten Part des Videos. Es geht morgen los direkt. Ich weiß gerade nicht, um wie viel Uhr es losgehen wird. Bedeutet also, ihr seht das jetzt an dem Dienstag, dem 20. Ich nehme es am 19. auf. Und am 21. bekommt ihr den ersten Spieltag. Wir spielen gegen den guten Amphini. Ich habe gerade seinen Teamnamen nicht im Kopf. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr freut euch den Kampf. Ich würde sagen, ich freue mich drauf. Ich habe ihn aber schon gekämpft. Deswegen sage ich trotzdem, ich freue mich drauf. Und könnt mir gerne mal eure Meinung zu dem Kader in die Kommentare schreiben. Ich finde ihn eigentlich ganz cool, dafür, dass ich wirklich keine Ahnung von dem Meta habe und ich eigentlich sehr viel nach spontaner Lust gedraftet habe. Und also ich habe natürlich ein bisschen darauf geachtet, dass die Synergie stimmt. Heatran war das Pokémon, was ich wahrscheinlich am wenigsten wollte in dem Kader, aber es hat gut gepasst. Aber so overall habe ich sehr viele Picks gemacht, wo ich gesagt habe, da habe ich einfach gerade Bock drauf und ich finde, dafür ist es ganz cool geworden. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung da, lasst mir gerne eure Meinung zu Liga da. Sagt mir, wie euer Tag war. Ne, feel free, euren Senf abzugeben. Ich lese Senf gerne. Ich esse Senf auch meistens ganz gerne. Dementsprechend, lasst mir euren Senf da. Finde ich immer gut. Genau, und das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt den wunderbarsten aller Tage. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen tatsächlich zu Content zum ersten Kampf. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und dann gibt es jetzt, glaube ich, 7 Spieltage. Wir sind, glaube ich, 8 pro Liga, heißt nur Hinrunde, heißt 7 Spieltage. Ja, 7 Spieltage lang Pokémon-Action. Und wahrscheinlich gibt es demnächst auch noch ein bisschen anderen Content bezüglich Pokémon. Weil, ne,
Hashtag ZeldaLog und so. Da habe ich ja ein bisschen im Stream was ausgearbeitet. Also schaut gerne in den Stream rein, wenn ihr da ein bisschen mehr Background-Informationen zu Dingen haben wollt. Da ist halt sehr viel mehr, sehr viel regelmäßiger Stuff, den wir besprechen und alles. Genau. Genau, wir wurden auch darum gebeten, auf den Merch-Shop hinzuweisen. Es gibt einen Merch-Shop. Der ist auch in der Beschreibung, glaube ich. Schaut da auch gerne rein. Und supportet damit die Liga. Und die Artists, die dahinter stehen. Denn die haben sehr coole Arbeit geleistet, wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. Und das muss man appreciaten. Die Grafiken ja auch sehr cool zum Beispiel. Genau. Weiß gar nicht, wer alles an den Grafiken gearbeitet hat. Aber ich glaube, es war Saski. Falls nur alle, ich einfach nur mal Props an alle, die die Grafiken gemacht haben. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer alles dabei war. Es ist ein bisschen durcheinander gewesen. Ich habe den Durchblick nicht ganz, aber ich glaube, Saski hat das hier gepostet mit den Grafiken. Dementsprechend auf jeden Fall danke an sie und natürlich auch an Dalla. Danke an alle anderen, die mitgearbeitet haben, die ich gerade nicht im Kopf habe. Natürlich danke an Vince fürs Liga-Organisieren plus alle, die mitorganisieren. Da weiß ich jetzt gerade auch wieder nur Vince. Es tut mir so leid, dass ich da nicht mehr weiß. I'm sorry. Aber gut, ich will euch nicht länger aufhalten. Ich quatsch wieder euch einen Ast von der Backe. Dementsprechend danke fürs Reinschauen. Wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen zum Kampf. Bis dahin und ciao, Leute!